Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Atomic Heart. Zwischen der letzten Episode und der hier ist bei mir ein bisschen Zeit vergangen. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht eingerostet, denn ich habe da Hogwarts Legacy und Co. fertig gespielt. Und jetzt ist mal wieder Zeit, dass ich Atomic Heart spiele. Unsere Aufgabe ist, dass wir Tereshkova folgen. Die ist gerade da hinten hingelaufen. Und deswegen brauche ich ein Pause-Menü. Wie ging das alles hier nochmal? Elektrowaffe. Machen wir nichts falsch hier. 19. Ach, stimmt ja. Wir müssen ja von ihrer Kollegin, glaube ich, die ganzen Teile finden. War das nicht irgendwie so? Okay. Ach, herrje. Man sehe sich das an. Es ist ein nobles Ziel, Waldarbeitern und Ersthelfern beizustehen. Aber du... Wie benutzt du die Arme, die dir dein Schöpfer gegeben hat? Wie ein wildes Tier, um zu zerstören und zu zerstückeln. Wollte gerade sagen. Hammer, kannst du gar lesen. Alles. Ach so, wir gehen jetzt überhaupt die Ausstellung und durch. Der da steht nur splitternackt herum, als wäre nichts dabei. Schämst du dich nicht? Deinen Iridium-Verdichter zu entblößen, Roboter? Dir ist schon klar, dass er sich das nicht selbst angetan hat, oder? Und keine Antwort darauf. Na, okay. Ach, herrje, was für eine Unordnung. Und wer wird sich wohl ums Aufräumen kümmern? Ich sollte sofort die Reinigungsroboter entsenden. Aber halt, die haben ja diesen Schlamassel angerichtet. Ich bin heute okay. So durcheinander. Ja, dann lieber nicht rufen, ne? Wie ich euch Menschen Alter. Beneide. Die, da ihr fahrt. Könnt einfach eine Klinge ergreifen und diesen schrecklichen Schnurrbart abrasieren. Aber du bist nicht mal eine Maschine. Du bist nur eine Nachahmung, eine Karikatur, ein Teil der Laboreinrichtung. Entschuldige den Ausbruch. Es ist nur so, dass einer von ihnen versucht hatte... Aber wechseln wir das Thema. Ist bei dir alles okay? Es oh ja, das Schnuppert geht echt nicht. Vielzahl von Laborrobotern. Oh, cool. Die schwarzen Modelle erwiesen sich als besonders tückisch. Sie benutzten ihren eingebauten Entfernungsmesserlaser, um Menschen aus der Ferne abzuschießen. Wie konnte es nur dazu kommen? Die Spezialisierung der schwarzen Laborroboter hängt von der Software ab, die in ihre eigens angefertigte kinetisch-skalare Neurogel-Kapsel kodiert wurde. Du kannst sie bei einem der besiegten schwarzen Laborroboter erbeuten, sofern seine Kapsel noch intakt ist. Okay. Was? Alles klar. Ich habe kein Wort verstanden. Du bist eine Assistentin, Tereshkova, also rede gefälligst wie ein Mensch. Schockierend! Du hast keinen Anstand. Du hast doch, eigentlich schon Sonora gesehen, den monströsen Fabrikator, der Menschen unter unvorstellbaren Qualen zu Tode foltert. Es schmerzt meine Algorithmen, dich in ihre blutigen Fänge schicken zu müssen. Aber es geht nicht anders. Sie ist die Einzige, die diese Kapsel dazu nutzen kann, um deine Waffen zu verbessern. Ja, ja, beweg deinen Arsch, Tereshkova. Wir haben es eilig. Schon unterwegs, er ist echt... Sehr direkt, was das betrifft. Ja, komm. Geh. Ob das mal eine Rolltreppe war? Oder ist das für die Roboter, dass sie da auf und runter rollen? Oh, oh. Ich kann nicht feiern. Du bist ein braver Junge. Wer ist der süßeste, drolligste, knuffigste kleine Junge? Du natürlich, du kleiner Schussel. Selbst im Kampfmodus greifst du keine Menschen an, weil du so ein Schnuckelchen bist. Hab ich nicht recht? 95 Kilo wiegt er. Aber der RAF-9 führt eine Reihe technischer Operationen in den Bereich Herstellung, Betrieb und Wartung verschiedener Ausrüstungsgegenstände durch Anwendung. Die Technik kommt nicht nur in Fabriken, sondern auch im täglichen Leben zum Einsatz. Sie können als Hausmeister, Elektriker oder Klempner arbeiten und ihren Besitzer von der Last häuslicher Pflichten befreien. Also ein Butler. Hier, Genosse! Das Verwaltungskontrolllaufwerk sollte an diesem Stand sein. Bitte stell eine Verbindung her. Okay. Wo denn? Oder besser gesagt, wie denn? Verbinde Tereshkova. Ach so, bei dir. Versuch bitte.
bitte vorsichtig zu sein, Genosse Major. Ich habe höchst empfindliche Innereien. Oh, was hat da geknackt? Entspann dich, das waren nur meine Gelenke. Okay. Ist das eine gute Idee? Fertig, passt alles. Verwaltungskontrollrechte erfolgreich erteilt. Und jetzt? Ich öffne die Tür zum Atrium für dich. Durchsuch jede Ebene und finde meine arme Claire. Ich bleibe mit dir in Funkkontakt. Sobald du eine Ebene erreicht hast, scanne ich sie, um die Einzelteile zu finden. Die meisten sind im Erdgeschoss. Bitte setz Claire wieder zusammen. Ah, das wird bestimmt nicht so einfach werden. Komm ich nicht? Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Yeah. Was kann ich mit dir machen? Au. Alles klar? Also du bist einfach nur so... Sieh dir das an. Der reinste Palast. Das nenne ich mal Stil. Lass mich den Anblick genießen. Wo fangen wir denn da als erstes an? Da kann ich schon mal nicht rein. Ich sollte hier vielleicht auch auf... Oh, scheiße, da sind wieder diese Security-Dinger da. Dann ist eine Kamera auch nicht weit weg. Okay, da geht's nicht rein. Was? Wow, wow, wow! Wie hast du mich jetzt gesehen? Kleiner Arsch. Was kann ich eigentlich hier machen? Blau? Was einfach nur außer Betrieb setzen, ja, okay. Wie gesagt, das ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal... Ey! Warum kommst du jetzt da raus? Gut, eigentlich könnte man es dir kaputt machen, ne? Ah, kommst du jetzt dann auch raus? Ja, hab's auch gewusst. Und Nummer 2, komm. So, Teile einsammeln. Komm her. Komm her. Gib, 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 gib. Keine Teile da? Doch. Ich gehe da hinten mal runter. Ja. Da geht's auch nicht weiter. Oh. Wow, 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 wow. Aua, Alter. Weiß nicht, wie war das mit dem Ausweichen nochmal? Was du drauf hast. So, ihr seid so am Rumcruisen. Dann wechseln wir mal auf die AK. Ist auch hier was am Rumcruisen? Hier hat's was. Also da kommen nur die Kollegen raus. Ich glaube, jetzt noch mal eins runtergehen. Was haben wir hier? Geht's auch nicht rein. Rentiert sich auf die andere Seite zu gehen. Ah ne, wir müssen eh runter. Hello. Noch einer? Ach, da hinten. Komm her. Fuck. Wow. Alter. Noch jemand? Komm, Musik, beruhig dich. Alles wieder vorbei hier. Oh, hallo. Komm hier rüber. Alter. Also, Schilde nutzen, das ist voll doof. Lass mich das nutzen. Oh, da ist noch einer. Gewesen.
Schraubenkopf. Fuck. Nice. Alle? Das wird jetzt eine scheiß Kamera da hinten. Das sagt mir eh, dass ich nach da hinten muss. Okay. Was haben wir hier? Oh. Schalte zuerst die Gegner in der Nähe. Ich Gegner. Ist doch keiner. Hä? Die verstehen wir jetzt da nicht meinen, oder? Wo? Oh. Achso, jetzt. Okay. Naja, das hat jetzt viel gebracht. Ah, und jetzt sind die anderen Marker da aktiv. Gehen wir mal wieder auf die Elektroschrotze. Jetzt sind wir gerade da unten. Dann nehmen wir mal doch das. Muss ich nur auf die Kamera aufpassen. Also keine Kamera? Anscheinend nicht. Warum komme ich? Ach so, F. Neuer Scan-Zyklus. Modul Gliedmaße. Bein links. Nicht gefunden. Ah, na toll. Und wo soll ich jetzt danach suchen? Bei meiner Kühleinheit. Diese schnurrbärtigen Perversen müssen sie in den Wartungsraum gezerrt haben. Bin schon unterwegs. Was für Überraschungen warten da? Speicherraum. Einmal speichern, bitte. Speichere Daten. Hallo. Zugang gewährt. Verbessern. Sofern wir denn überhaupt was verbessern können. Schock. Probleme mit Energie. Das haben wir schon alles. Nee, das würde ich nicht. Eine Fernerquelle verbrauchen weniger Energie der Rezessionskammer. Ja, machen wir mal. Okay. Gegner? Ich weiß nicht, ich finde es hier ein bisschen gruselig. Was fliegt denn hier rum? Ach, seid ihr echt? Ach, da vorne. Hier war es mal echt schön, bevor alle umgebracht wurden. Ein wirklich tragischer Anblick. Ich habe so das Gefühl, dass das wie so ein Hinterhalt hier gleich sein wird. Hier stehen Sachen. Oh oh. Kamera. Wobei, ich glaube, du bist kaputt, kann das sein? Rätsel. Ach, das ist wieder sowas. Fuck. Uhrzeigersinn drehen, ändern. Wir brauchen. Mal ganz kurz schauen. Das da oben muss weiter auseinander. Nee. Nee, falsch. Einmal drehen. So vielleicht. Nee, der rote muss eins. So. Und jetzt muss der weiße hier weg. Jetzt stimmt schon mal zwei. Der andere weiße muss nochmal eins weiter. Nice. Ah, weiße, blaue. Was soll ich denn? Ich mag die Geräusche schon mal nicht. Hey, das ist neu. Hier musst du womöglich dein räumliches Vorstellungsvermögen anwenden. Das womöglich kannst du streichen. Diese Schlösser haben es wirklich in sich. Was zum... Okay.
Alles klar. Ihr habt komische Sachen hier stehen. Hey Charlie, warum konnten Sie nicht einfach überall normale Schlösser anbringen? Solche mit Zahlencodes und so. Wahrscheinlich, weil dann jeder, der den Code gehackt hätte, ohne Berechtigung die Schlösser hätte öffnen können. Ja, aber wow. Jetzt kommt man einfach durch, wenn man die Rätsel löst. Das schafft doch jeder. Ja, wobei, ich habe da so meine Probleme. Irgendwas haben wir da unten schon wieder. Nummer 1 ist down. Nummer 2 ist down. Noch mehr? Nee. Wie die Musik da gerade wieder runtergeht. Oh, was zum... Was? Oh! Alter! Alter! Geh kaputt! Wer ist der Chef? Alter, komm! Gibt's doch nicht! Okay, andere Waffe. War's das jetzt? Oder kommt da noch was? So, hier geht's nicht weiter. Oh, ich kann hier unten rein. Gibt's denn irgendwas Spezielles hier? Ah, ich will da unten noch nicht reingehen. Moment mal, hatte ich nicht irgendwie so eine Supervision? Ist ja eben. George, schon ein bisschen her. Wie sehen die speziellen Neurokonnektoren von Sechenovs Team aus? Auf den speziellen Neurokonnektoren steht der griechische Buchstabe Gamma. Und sie sind wie Armbänder geformt. Man trägt sie am rechten Arm. Gamma? Was ist mit Beta? Oder sind das die gefälschten Konnektoren, von denen du gesprochen hast? Die falschen Konnektoren tragen tatsächlich den Buchstaben Beta ab. Aber die Beta-Konnektoren waren anfangs echt. Verstehe ich nicht. Die ersten experimentellen Prototypen der Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis hießen Beta-Konnektoren. Es gab nur zwei davon und Dr. Sechenov hat sie so entworfen, dass sie wie Ringe aussahen. Okay, und was ist mit ihnen passiert? Nach Abschluss der erforderlichen Experimente nahm Dr. Sechenov diese Ringe von der Liste der speziellen Neurokonnektoren. Daraufhin wurden verbesserte Gamma-Modelle für die Wissenschaftler angefertigt, die wie Armbänder aussahen, eines für jedes Mitglied seines Teams. Dann gibt es also nur 7 dieser Gamma-Konnektoren. Für Vavilov, Koroljov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filomonenko und Chilomey? So ist es. Okay. Ich habe diese Magnetdinger da. Aber ich da jetzt einfach so... Jetzt komme ich da wieder nicht durch. Da komme ich jetzt auch nicht durch. Da welchen komme ich jetzt hier durch? Bei dir. Wie könnte ich die nochmal aktivieren? Ich glaube, das ist die Lösung hier. Oder auch nicht, ne? Wie komme ich da hoch? Dann nochmal das andere hier. Nee, nochmal eins weiter. Nein, das bringt mir auch nichts. War denn das mit dem Breaking? Gibt's doch nicht. Ach da. Wie komme ich da hoch? Könnte aber vermutlich irgendwie draufhüpfen. Aber das bringt es mir auch nicht. Ist da vielleicht? Dass ich da so raufhüpf? Mal probieren. Na, da kann ich wieder nicht durch. Da auch nicht. Komm, mach weiter. Okay. Lass du mich da hoch. Oh ja.
Nein. Naja, nichts zum Einsammeln. Noch einer? So. Einsammeln. Was haben wir hier oben? Ganz viel nix. Okay. Warum finde ich das auf einmal so gruselig hier? Oh. Fuck, 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 fuck. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Fuck, geh weg. Ich kann mich nicht bewegen. Fuck, 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 fuck. Auf X, 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 X. Alter. Andere Waffe. Wichser. Ey, und mich dann auch noch einsperren hier. Ich bin voll eingerostet. Echt schlimm. Okay, gibt's hier irgendwas Spezielles? Den Kollegen. Hier nix. Nur wieder so ein doofes Rätsel. Ja gut, dann drehen wir mal. Okay. Was haben wir hier? Guten Tag. Ich glaube, wir drehen hier nochmal. Aha. Ist klar. Da ist was. Holy shit, da musste echt umdenken. Was bringt mir das jetzt, dass ich jetzt hier unten bin? Ah. Oh fuck, das ist so ein Raumrätsel. Och shit. Meine Spezialität. Ja, dann machen wir das mal hier. Aha. Okay, hier komme ich nicht weiter. Jetzt ich vermutlich da oben irgendwie hinschleichen. Ich hasse solche Rätsel. Kann ich da irgendwie hochjumpen diesbezüglich? Nee. Na gut. Machen wir nochmal. Es sieht besser aus. Die Frage, auf welcher Seite? Wir kommen eh nur hier hoch, oder? Oder war das die Ausgangsstellung, wie wir zuerst rüberkommen sind? Ich glaube, das war so, wie wir runter sind, oder? Nee, das ist anders. Jetzt könnten wir hier nochmal. Wow, 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 wow. Ah! Doch nicht so schwierig. Danke, Spiel. Komm, 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 komm. Oh, nice. Du hast die Wartungsräume der Anlage erreicht, Major. Eins der Beine meiner lieben Claire ist ganz bestimmt. Solche Roboter habe ich noch nie gesehen. Dieser Roboter ist im Nahkampf sehr gefährlich. Ach, deshalb kriege ich hier eins auf die Schnauze. Wow, 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 wow. Alter. Geh weg. Scheiß Roboter. Ah, das Spiel kriegt man echt einen Hass auf Roboter. Okay, Gabelstapler ist wieder am Start. Warum liegst du hier drin?
gar nicht hinterfragen. Charles, Dr. Sechenov hat doch nie ein Armband getragen. Sieht der Alpha-Connector irgendwie anders aus? Und ob? Dr. Sechenovs Gerät ist einzigartig und Form und Ort gehören zu seinen bestgehüteten Geheimnissen. Dann muss sein Alpha-Connector also gut bewacht sein. Und wer macht das? Argentum? Es wäre viel zu riskant, Menschen damit zu betrauen. Er wird von Dr. Sechenovs persönlichen Leibwächtern bewacht. Den Ballerina-Zwillingen? Fuck. Ihre Bewegungen sind so anmutig und elegant. Sie erinnern mich an irgendwas. Nein! Ach ja? Und woran genau, Genosse Major? Ich weiß nicht, an etwas, etwas Gutes. Mach schon auf, uns läuft die Zeit davon. Oh, wir sind wieder hier, alles klar. Wo kommen die Dinger immer her? Oben war jetzt gerade was. Macht bitte kein Blödsinn, wenn ich hier bin. Ich hasse Überraschungen. Und hier ist dein Bein. Diese Selbstreparatur ist ja cool. Reicht es nicht, wenn wir nur den Kopf bei ihr haben? Okay, wir müssen nach oben. Gehen wir einfach mal die Treppe hoch, oder? Ist echt komisch, ich bin angespannt, als würde ich gerade irgendwie Doom spielen oder so. Da nach hinten ist eins. So, Munition sparen. Oh, das sieht gesund aus. Komm ich nicht rein. Neuer Scan-Zyklus. Modul, Gliedmaße. Arm, rechts gefunden. Ort, Wawilow-Etage. Übertragung gestört. What Daten unvollständig. Was ist denn? Warum können wir das Modul diesmal nicht lokalisieren? Ich kann leider nicht helfen. Es gibt eine Störung auf dieser Etage. Oh, zwei von denen. Mögliche Störquellen könnten eine elektromagnetische Abschirmung oder ein langes, gestrecktes Objekt sein. Ein großes, längliches Objekt? Habe ich gerade gesehen. Ach nee. Muss es sein. Okay, das Gelbe muss viel weiter da auf die andere Seite. Eins noch. Wir müssen Platz tauschen. Jetzt muss nur das Blaue da irgendwie weg. Andersrum vielleicht. Blau. Okay, das Gelbe muss eins nach rechts. So. Bitte, sei nur ein Prop. Moin. Alla. Noch einer? Alla, geh weg. Geh kaputt. Wie viele jetzt noch? Bleibt doch einfach in euren Häuschen drin. Blödes Kanonenfutter. So, Kollege, komm her. Oh, da kommt gleich der Nächste. Komm her. Noch einer? Oh, toll. Ein dicker Brocken. Und viele kleine Mistviecher. Na, jetzt nicht mehr. Da hinten bewegt sich noch einer. Na, kleiner Mann. Oder soll das im Wald sein? Kein Strom. Was soll ich denn damit machen? Ich will es gar nicht wissen. Fuck. Erstmal alles einsammeln hier. Ey, ich hatte doch diese Supervision. Konnte ich ihn deaktivieren? Bitte, bitte, bitte. Sei jetzt kein Arsch und beweg dich. Ich werde es bereuen. Ich werde es so bereuen. Oh, was zum Snake? Was ist das? Ein Spiel für Kinder? Das ist ein Logikschlüssel. Nicht schlecht.
Und wofür? Ich glaube, er aktiviert eine Art Prozess. Ach man, jetzt muss ich hier eine Snake spielen. Ach man. Wie weit muss ich denn das schaffen? Also ich kann keine Copyright-Probleme mit Snake. Ist doch bestimmt geschützt. Fuck. Was? Nein! Ach man. Vor allem der Effekt ist so beschissen gemacht. Mit dem Fade. Alter, der wird auch noch schneller. Oh, Gott sei Dank. Oh nein! Oh, Scheiße, Charles! Ist das der Prozess, den ich gerade aktiviert habe? Lauf! Wohin denn? Hey, hey! Alter! Scheiße, was soll das? Du bist jetzt wirklich nett zu mir? Alter. Du scheiß Metallarschloch. Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Das war knapp. Ja, scheiß drauf. Lass mich raus. Wenigstens habe ich den Arm. Der hier sieht richtig aus. Suchen wir den Rest. Komm her. Noch mehr. Alter. Fuck, 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 fuck. Geh weg. Nein. Komm jetzt. Oh, scheiße. Keine Munition mehr. Alter. Noch mehr. Wo ist der Rest? Noch einer. War das jetzt? Noch einer? Ah, ich hör's doch. Oh, Mann. Jetzt flug gerade wieder in Wallung, ey. So, einsammeln. Ah, da bist du. Das müsste jetzt aber gewesen sein, oder? Ja, gut, jetzt ist auch wieder offen. So, was haben wir bei der Tür? Kann ich da rein? Nee. Muss ich irgendwas übersehen? Nee. Ich brauche Munition. Kann ich noch was einsammeln? Charles, warum hat der Boss die echten Beta-Konnektoren außer Betrieb genommen? Waren sie kaputt? Nicht ganz. Dr. Sitchinoff war nicht überzeugt. Was war das? Dass es bei Kollektiv einen Bedarf an Entscheidungsbefugnis gab. Also wollte der Boss Gleichberechtigung und hat wegen Molotow seine Meinung geändert? Vielleicht, Genosse Major. Was soll das heißen, vielleicht? Fuck, fuck. Dr. Sitchinoff wollte Gleichheit für alle. Daran besteht keinerlei Zweifel. Aber es gab den Alpha-Konnektor schließlich von Anfang an. Was, wenn der Boss die Macht des Alpha-Konnektors gar nicht nutzen wollte? Alter, Alter. Sondern ihn nur zum Starten von Kollektiv brauchte? Das ist doch möglich, oder? Möglich ist alles. Alter. Komm jetzt! Warum ist die immer auf einmal kommen? Alter! Alter, haut's ab! Verdammt doch mal! Alter! Ich hasse dich! Alter, warum bin ich jetzt auch so schlecht? Gut, ich war nie besonders gut, aber... Okay, na komm. Alter. Ihr Scheißwichser. Geht's kaputt, verdammt nochmal. Komm zu Papa. Boah. Ich mach Munition. Na komm her. Ja, halt, geh weg. Du Arsch. Alter, nein. Oh,
Oh, das ist mein schlechtester Run überhaupt. Noch jemand? Die Musik spielt halt noch. Scheiße, kaum Schuss noch. Ich brauche Munition. Und ein Save Point wäre nicht schlecht. Hier drin? Ne, da ging es woanders weg. Und nach. Ja, okay, der erste Arm passt. So, wie ging denn jetzt diese Super Vision nochmal? Mal Tasten ausprobieren. Ja, nee, X wollte ich. War das V? Ach nee, V war Elektro. Können wir drauf an, wie die Supervision ging. So, nach oben. Stimmt mit V die Schilde und so kaputt. Ah, ich bin so ein Held. Ja, das ist echt so schlimm, wenn man mehrere Spiele zeitgleich spielt. Gießt mal wieder die Hälfte. Das Stockwerk, da ganz hinten. Okay. So, Kollege, wie bist du da jetzt am Fahren? Komm mal her. Ah, okay. Neuer Scan-Zyklus, Modul, Gliedmaße, Arm, links gefunden, Ort, was zum? Etage. Könntest du etwas genauer sein? Das ist widerlich. Ja, das allerdings. In etwas warmem, klebrigem. Oh nein, rotes Polymer. Ekelhaft. Was soll denn das heißen? Es tut mir leid, Genosse. Das sind die einzigen Daten, über die ich verfüge. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Definitiv. Nicht. So, alles einsammeln hier. So, wir brauchen Munition. Oh Gott sei Dank, Safe Point. Speichern. Was soll es sein, Major? Waffen oder Feld? Tatsächlich verbessern wäre gar nicht mal so schlecht. Und zwar Elektro. Oder verbessern. Schaden. Können wir hier noch ein bisschen was dazu machen. Stufe 2 erhöht Feuerrate. Um die Roboter zu betäuben, erhöht den Schaden. Schade. Erhöht den Schaden. Oh, das können wir verbessern. Ja, bitte. Gibt es nochmal? Nice. Es Projektile abprallen. Nee. Okay. Die PM. Und die Kalaschnikow. Können wir da nochmal was Geiles machen? Lauf. Erhöht den Schaden, verringert den Rückstoß. Ja, her damit. Geil. So, Lager, Demontage, Herstellung, Munition. Oh, scheiße. Da kann man gar nicht so viel machen. Na, stell mal. Dankeschön. 30 Schuss. Aber ich hätte jetzt gern... Ja, ja. Ich brauche tatsächlich ein bisschen mehr Munition. Mir fehlen da die Teile dafür. Schrot. Wie viel Schrotmunition haben wir? Kartuschen auf Verbrauchsobjekt. Lager. Schrot haben wir tatsächlich nicht so viel. Ah, wir können eigentlich da mal ein bisschen rübernehmen. Die Schrotflinte könnte man auch mitnehmen. Ja, ich glaube, das... Was mache ich denn damit? Mit diesen komischen Flaschen da. Können wir mal sortieren, bitte. Brauche ich das? Kann es weg? Was mache ich denn damit? Na gut. Also, Schrotmunition 60. Naja, wird reichen. Einmal speichern. Speichere Daten.
So, meinst du die Party People? Wobei, da kann ich gerade mehr durchladen. Ich brauche mehr Materialien. Oh, hallo Kollege. Komm her. Alter, Berg kaputt. Warum hältst du so viel aus? Wow. Ich hab extra noch ein Upgrade hier gemacht. Bist du auch verrückt? Nice. Und auch. Ich glaube, da funktioniert jetzt ganz normal, oder? Oh, toll. Ich glaube, ich möchte hier nicht reingehen. Ich rede mal ganz kurz mit dir. Was soll es sein, Major? Waffen oder Fähigkeit? Wir gehen. Nice. Nein, ich möchte wieder gehen. Ich wollte nur schauen, ob du jetzt irgendwie special bist, weil du einfach hier draußen stehst. Oh, ein Schloss. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ach nee, das wird doch bestimmt wieder Kacke für mich. Oh, ist wieder sowas. Okay, rot muss. Eins, zwei weiter. Oh, was? Ja, das ist schon so. Okay. Cool, ich dachte, hätten wir noch was ändern müssen. Da steht schon wieder die rote Lady. Ganz schlechtes oben. Moin. Ah, ganz schlechtes. Oh. Autosave. Speichere Daten. Ganz schlechtes oben. Was passiert, wenn ich hier was drücke? Dank der Brillanz sowjetischer Wissenschaftler wurde das Leben dieses Wals in einen Polymerkörper übertragen. Aha. Die mimetische Anpassungsfähigkeit des Polymers ist diesen erstaunlichen Tieren zu verdanken. Heutzutage passen sich Polymere dem Inneren des menschlichen Körpers an, ohne eine Abwehrreaktion auszulösen und ersetzen sogar menschliche Scheiße, ich höre hier was. Dieser Polymerwahl ist der erste Schritt zur Verlängerung des menschlichen Lebens. Dank des Talents sowjetisch. Was zum Anfälligkeiten? Plüschtisch sind resistent gegen Schusswaffen. Setze Nahkampfwaffen gegen sie ein. Scanne deine Gegner, um mehr über ihre Resistenz und Anfälligkeiten. Fuck. Nahkampf. Echt jetzt? Wissenschaftler. Ein fantastisches Exponat. Darf ich dich etwas fragen, Major? Wenn du nach dem Tod in anderer Form weiterleben könntest, würdest du es tun? Oh, ja, geil. Was ist das für ein Scheiß in den Behältern? Vorsicht, das ist Pliusch oder Efeu. Es ist äußerst gefährlich. Oh, ja, den kenne ich. Und der abgerissene Arm ist natürlich mittendrin. Hätte der nicht einfach irgendwo in einer Ecke liegen Hallo. Können? Hallo. Alter. Fuck. Alter. Komm her. Du. Alter. Warum ich? Warum ich? Alter! Guck! Alter! Was willst du? Oh, scheiße. Ich hasse Quicktime! Alter! Alter! Nein, nein! Doch nicht heil! Hör auf! Hau drauf! Komm hier nur genau einmal heil, Alter. Jetzt weiß ich auch, warum das Safe da draußen war. Alter, komm. Du musst schneller down gehen als ich. Alter. Also der macht doch nicht so viele Special Moves. Zumindest bis jetzt noch nicht. Alter.
Heilung, brauche eine Heilung, brauche eine Heilung. Heilung, nein. Nein. Scheiße, ihr habt voll nichts mit der Heilung da. Scheiße. Fuck. Nein. Alter. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Komm. Du musst vor mir runtergehen. Yes! Fast hätte das Polymer-Drecksding mich gehabt. Hoffen wir, dass aus dem nächsten Behälter nicht gleich noch einer gekrochen kommt. Laut meiner Daten ist der zweite Behälter ordnungsgemäß verschlossen. Wenigstens eine gute Nachricht. Okay, ich brauche ein Safe und ich brauche Heilung. Holy shit. Gut, guten Tag. Ich brauche mal Heilung. Oh geil, Heilung war da einmal dabei. Zugang gewährt. Waffen. Verbrauchsobjekt. Regelsoft 50 Gesundheit. Mittlere. Ja, machen wir gerade mal. Oh Gott sei Dank. Ist das jetzt bei mir schon mit drin? Nee, ne? Was ist das? Boah, ich hätte einen ganzen Haufen von denen. Okay, du kommst mit, du kommst weg, du kommst rein, du kommst auch rein. Ich hätte gerne mehr Raum hier. Gibt es doch bestimmt ein Upgrade, damit ich hier mehr Lagerfläche habe, oder? So, schön mitnehmen. Ich brauche Heilung. Passt das jetzt? Ja, die können wir eigentlich auch weglassen. Munition, Herstellung. Verbrauchsobjekt, Munition. Ja, es ist ja klar, mir fehlt. Ich brauche mehr Metz. Ah, halt, speichern. Wo war der Speicherpunkt? Der war da hinten. Oh, ey, so schlimm. Okay. Liebe Leute, wir sind wieder in der Zeit. Wie es weitergeht, seht ihr bei der nächsten Episode und ich mache mal ganz kurz eine Nervenpause. Ich weiß, war eigentlich nicht so schlimm, aber irgendwie bin ich voll angespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und wenn ihr den Lion Squad unterstützen wollt, werdet auch Mitglied auf YouTube. Da seht ihr die ganzen Folgen weit im Vorhinein, bevor es eigentlich für alle rauskommt. Bis dann. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.